Palettenweise werden sie angeliefert. In jeder Kiste 10, insgesamt fast 1000 Hühnerhäute. So viele kriegen sie im Schnitt jeden zweiten Tag geliefert. Der gastronomische Leiter, Ralf Wegener, kontrolliert die Lieferung. Die sind jetzt alle frisch, oder? Das ist reine Frischware. Wir verarbeiten nur Frischware. Die sind vorgestern geschlachtet worden. Die sind dann von Masing, gehen sie ins Zwischenlager und vom Zwischenlager direkt zu uns. Seit diesem Jahr haben sie einen neuen Lieferanten mit neuem Schlachtverfahren. Wir haben hier regionale Ware aus Niederbayern. Die Tiere werden eingeschläfert, stufenweise. Die haben also keinen Adrenalinschock wie andere Tiere, wo irgendwo in eine Massentötung reingehen, sondern die werden in 30, 60, 100% werden die eingeschläfert. Haben Sie selber auf dem Züchterbetrieb sich das angeschaut? Ich habe es angeschaut, weil wir wollen schon wissen, wo unsere Produkte herkommen. Schließlich sind Hühnchen ihr Traditionsprodukt. Der Vater des heutigen Festwirts, Karl Meyer, hat als erster überhaupt auf dem Wasen angefangen, gebratene Hähnchen zu verkaufen. Zuvor gab es das gar nicht. Hinten würzen sie mittlerweile. Huhn um Huhn, Salz, Pfeffer, Paprika und Petersilie. Gut 150 Spieße werden sie heute stecken im Laufe des Tages, auf jedem 5 Hühnchen. Dann geht's auch schon Richtung Grill für eine Stunde. Längst aber nicht mehr das Einzige hier, im Gegenteil. Nur noch jedes dritte Essen ist bei Göckeles Meyer ein halbes Hähnchen. Der Rest der 4.000 bis 5.000 Essen pro Tag kommt aus der Küche und nicht mehr nur vom Grill. Festwirt Karl Meyer weiß, Gockel allein reicht heutzutage einfach nicht mehr. Er bietet auch vegetarische Gerichte an und sogar vegane, Kürbisknödel zum Beispiel. Das ist generell ein Trend. Also die Bevölkerung ist einfach so ein bisschen sensibler und sagt, ja, selbst die Leute, die normalerweise Fleisch noch essen, nehmen ganz bewusst ab und an mal eben das vegane oder vegetarische Gericht, weil sie sagen, nö, ich hatte gestern Fleisch, mache ich heute mal ohne. Aber das Hühnchen spielt schon noch eine große Rolle. Damit das Halbieren leichter geht, haben sie sogar eine Maschine erfunden. Sowas wie eine kleine Kreissäge. Genau in die Mitte die Gürkele schneiden. Mit Schere ist nicht so einfach und diese Maschine ist die beste Maschine, was es gibt, für die Hähnchen schneiden. So schafft man dann auch viele hundert Hähnchen täglich.